Am 28. und 29. Juli 2023 ist es wieder soweit und wir veranstalten mit der IFM unser Kulturfestival auf Anfang Musik, Kunst und Solidarität. Das kleine Dorf Auen im Nahe Hunsrück-Raum wird dann wieder zu einem musikalischen, künstlerischen und auch prodemokratischen Hotspot. Wir haben ein gigantisches Line-up kuratiert mit Musik, Kunst und politischer und kultureller Bildung. Insgesamt 17 Musikacts aus dem internationalen, bundesweiten und auch regionalen Raum werden zugegen sein, darunter die Headliner Dirk aus Belgien, Öd aus den Niederlanden, aber auch David Julian Kirchner aus Mannheim zusammen mit seiner Band IG Pop. Wir haben Sweet Tempest aus Berlin bzw. Kopenhagen da und auch regionale Acts wie Green Machine aus Bad Kreuznach, Christian Lehr aus Odernheim oder auch Emaze aus Moers bzw. aus Monzingen, dem Nachbarort von Auen, ursprünglich stammt. Und ganz besonders dürfen wir uns aber auch freuen auf die Musikperformance von Max van der Forst. Das ist ein belgischer, international renommierter Künstler, der seine Performance En Attendant Kyoto aufführt. Das ist eine ganz besondere Performance, da nimmt er Bezug auf das Kyoto-Protokoll 1997. Und es geht eben darum, dass dieses wegweisende Protokoll eigentlich Klimaschutzziele definiert hat, die allerdings seither sträflich vernachlässigt wurden. Genau, es gehört zum guten Ton, dass wir nicht nur Musik bieten, sondern auch kulturelle und politische Bildung und zeitkritische Kunst. Wir werden zwei Ausstellungen dabei auf Anfang präsentieren. Zum einen unsere eigene Fakten gegen Klimafakes, die wir mit dem Faktencheck-Blog der Volksverpetzer kuratiert haben. Da geht es um gezielte Desinformationen rund um Klimakrise und Klimaschutz und wie wir dagegen angehen können, wie wir das bekämpfen können. Weiter werden wir die Ausstellung, die diesjährige Ausstellung von Mut zur Wut von dem Plakatkunstfestival ausstellen. Geht es um globale Missstände verschiedenster Art. Wir werden aber auch wieder Talks bei Auf Anfang aufführen und anbieten, unter anderem zu Rechtsextremismus im ländlichen Raum, zu rechter Musik und rechtem Lifestyle. Wir werden uns auch der Seenotrettung widmen. Wir werden uns weiter Nachhaltigkeit, nachhaltiger Ernährungsweise widmen vor dem Hintergrund der Klimakrise. Und nicht zuletzt gibt es auch Infostände wie von Kreuznach für Vielfalt oder Aktiv für Flüchtlinge, bei denen man sich sehr gut aus erster Hand informieren kann. Wer sich sein Ticket für Auf Anfang dazu verdienen möchte, der kann gerne bei uns mithelfen und mit ins Team kommen und während des Festivals mitwirken, mithelfen oder eben beim Auf- und Abbau 4 Stunden während des Festivals arbeiten oder 8 Stunden im Auf- und Abbau, dann hat man schon sein Festival-Ticket verdient. Die Tickets gibt es in unserem Webshop auf www.initiative-fm.de. Beziehungsweise in den Filialen des Wochenspiegels in Bad Kreuznach, in Simmern oder in Idar-Oberstein. Wir freuen uns auf euch, auf ein ganz besonderes Festival. Wir sind ein Begegnungsort. Wir heißen von Kindern, von den kleinsten Kindern bis zu den ältesten Rentnern alle herzlich willkommen bei Auf Anfang. Es werden Leute aus der Region da sein, aber auch aus dem ganzen bundesdeutschen Raum. Es ist wirklich das ist schon ein einzigartiges Fest, was wir dort in zauberhafter Atmosphäre auf die Beine stellen. Und darauf freuen wir uns und wir hoffen, dass ihr dabei seid.